The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Über Vorurteile hinauswachsen. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer eng mit Christus verbunden ist, wird über Rassenvorurteile oder Kastendenken hinausgehoben und hat damit nichts zu tun. Sein Glaube klammert sich an ewige Realitäten. Der göttliche Urheber der Wahrheit soll hoch erhoben werden. Unsere Herzen sollen mit einem Glauben erfüllt sein, der durch Liebe tätig ist und die Seele reinigt. Das Werk des barmherzigen Samariters ist für uns vorbildlich. Es ist unmöglich, sämtliche Angelegenheiten, die die Rassenfrage betreffen, in Übereinstimmung mit Gottes Ordnung zu regeln, bis sich die an die Wahrheit Glaubenden so eng an Christus angeschlossen haben, dass sie mit ihm eins geworden sind. Die Weißen wie die farbigen Glieder unserer Gemeinde müssen sich bekehren. In beiden Gruppen gibt es Unvernünftige. Und wenn die Rassenfrage Gesprächsgegenstand ist, zeigen sie ungeheiligte und unbekehrte Wesenszüge. Tendenzen zum Streit werden sehr leicht in Menschen geweckt, die eigensinnig und hartnäckig sind, weil sie nie gelernt haben, das Joch Christi zu tragen. Dann stellt in solchen Menschen das eigene Ich mit einer ungeheiligten Entschlossenheit lautstark die Forderung nach Oberherrschaft. Während die Zeit voranschreitet und die Rassenvorurteile zunehmen, wird es für weiße Mitarbeiter an vielen Orten fast unmöglich sein, für Farbige zu wirken. Manchmal werden sich sogar Weiße, die unserem Werk ablehnend gegenüberstehen, mit Farbigen zusammentun, um hier Widerstand zu leisten. Sie werden behaupten, dass wir durch unsere Lehre versuchen, Kirchen zu spalten und wegen der Sabbatfrage in Schwierigkeiten zu bringen. Weiße und farbige Pfarrer werden solche Aussagen machen und die Gemüter der Leute zu einer solchen Feindseligkeit aufstacheln, dass sie bereit sein werden, zu zerstören und zu töten. Die Mächte der Hölle arbeiten mit aller Raffinesse darauf hin, die Verkündigung der letzten Gnadenbotschaft unter den Farbigen zu verhindern. Satan bemüht sich, es für Prediger des Evangeliums und Lehrer äußerst schwer zu machen, die Vorurteile, die zwischen Weißen und Farbigen bestehen, zu ignorieren. Wir wollen einen klugen Kurs einschlagen. Lasst uns nichts tun, was unnötigen Widerstand hervorruft. Nichts, was die Verkündigung der Evangeliumsbotschaft hindert. Are you